soll der neue Tarifvertrag nur für 25 Monate gültig sein. Ja? Sodass der Planungssicherheit geht. Die Verhandlungsführer von Bahn und EVG haben den Kompromiss bereits zugestimmt. Bei der EVG kommt es bis Ende August nur zur Urabstimmung. Eine Zustimmung der Bahn. Paule, Paule. Auf die Kamera. Kinder los, wa? Okay.